So, meine Lieben, da sind wir wieder. Wir haben den Punkt der Hauptmission erwischt und erreicht. Aber Problem ist leider, dass... Ja. Naja. Nix. Eigentlich gar nichts. Es gibt kein Problem. Alles cool. Alles cool. So, ich bin jetzt bloß auf dem Weg dorthin. Und zwar klaue ich mir hier das Auto. Schade, dass ich mit dieser fetten, geilen Waffe hier nicht rausschießen kann. Das ist ja immer so richtig nice. Ich habe jetzt natürlich kein Geld mehr besorgt, großartig. Ich habe nur auf dem Weg, wo ich hierher war, ja, so ein bisschen Scheiß gemacht, ne? Was ist denn wie sie hier, Lappen? So. Sehr schön. Es läuft ganz gut, muss ich zugeben. Also jetzt gerade in Far Cry läuft es im Moment ziemlich nice. Und das wollen wir natürlich auch ausnutzen. Jetzt muss ich allerdings mal kurz den Punkt markieren. Sonst weiß ich nicht, wo ich hinfahren soll. Und schon bin ich falsch gefahren. Ja, war ja klar. Oh, Alter. Okay. Alles cool. Alles cool. Fahr mich mal dahin, bitte. Danke. Ja. Endgeil. Sehr schön. Meine Stimme ist etwas versägtlich. Gerade im Moment. Haut der jetzt ab? Flieht der gerade? Alter. Ja, lel. Okay, okay. Ich dachte schon, Vetter kommt da jetzt raus. Das ist doch ein gut gepanzerter Lobob. Alles cool. Ist der tot? Ja, er ist tatsächlich kaputt gegangen. Ich habe gar nichts gemacht. Alles klar, ist okay. Ist ein Deal. Machen wir gerne so. Bin ich bereit, damit zu leben. Einfach nur, vor allem der Glitch gerade eben, ne? Er stand daneben und plötzlich, peps, war er wieder drin. Endgeil. Ich glaube, der war beim Pissen. Okay, okay, alles klar. Ja, 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 ich weiß, ich bin blöd gefahren. Aber das war ich gar nicht. Was? Das warst du gar nicht? Alter, jetzt halt doch mal das Maul. Steig einfach mal aus. Komm schon. So, sehr gut. Gut, ich weiß doch nicht mehr genau, was ich hier machen soll. Wahrscheinlich, wie immer, alles töten. Ich hoffe nur nicht leise, weil jetzt bin ich auf laut eingestellt. So, Utkarsch. Hallöchen. Wer wischt der? Bin? Gar keiner? Okay, gut, nice. Hätte ich jetzt nicht erwartet, aber alles klar. Ich soll mich hier mit den Rebellen treffen, kann ich tun. Mache ich eh gerade schon. Jetzt reiße ich hier erstmal die Scheiße ab, weil mir fehlt nicht mehr viel für die nächste Belohnung. Ja, wie viel sind's noch? Steht gar nicht dran, war ja klar. War ja klar. So, ein bisschen Geld brauche ich auch noch. Wie gerade vorhin schon mal kurz erwähnt, hier ist noch ein großes... Markenpunkt-Dingens. Okay. Achso, dazu muss ich wahrscheinlich erstmal hier die Mission anfangen. Starten wir doch einfach mal. Machen wir einfach weiter. Wie hast du das geschafft? Wie konntest du entkommen? Noch eins bis zur nächsten Belohnung. Stimmt es? Bist du halb Affe, halb Spinne oder was? Was labert der? Du wirst bereits unten erwartet. Oh, James Bond-Versteck. In Kyrat. Danke. AJ, danke für die Vereinigung mit dem Goldenen Pfad im Süden. No problem. Sag Amita und Sabal, dass wir bereit sind. Sie haben Ziele ausge... Psst. Parker. Nein, meine Familie. Oh, das gefällt mir. Ist das mal gut? Und seht euch an. Ein reizendes Paar. Passt zu eurem Haus. Das Salz der Erde. Man sagte mir, wenn du die herzliche Gastfreundschaft von Utkarsch kennenlernen möchtest, dann geh und besuche Dianas. Oh, wir haben jeden gefragt, ja? Und alle haben genau dasselbe gesagt. Das sind die Freundlichsten. Sie reden mit jedermann. Mit jedermann, fragte ich. Mit jedermann, sagten sie. Und sie waren so empathisch, dass ich es einfach mit eigenen Augen sehen musste. Niedlich. Wisst ihr, ich wollte euch warnen. Warnen? Genau. Nun, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber es ist mir nicht entgangen, dass
es hier auch ein paar sehr verrufene Menschen geben soll. Und ich bin besorgt, dass diese Menschen, diese Terroristen, nun, sie könnten eure Gastfreundschaft ausnutzen. Und euren wunderbaren Ruf ruinieren. Und wir wollen ja nicht, dass das geschieht, oder? Nein, Herr. Nein. Und erlaubt ihr mir, euch zu beschützen, euren guten Ruf zu bewahren? Bitte. Ja, König Min. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ich bin so froh, dass wir uns einig sind. Gut. Ich will euch nicht länger aufhalten. Das dauert nur einen Moment. Wer sagt denn, ich hätte den Kontakt zum Volk verloren? Nein, zu gefährlich. Ich hol mir Parker an. Na, schauen wir mal, ob wir uns den wirklich holen, ne? Alles klar, wir rushen raus. Ich hab Pagan, ich bin ihm auf den Fersen. Ey, du kannst es jetzt beenden. Ich bin dabei. Los geht's. Wo ist Pagan, ne? Du Drecksau, du Alte. Du Rotz-Drecksau. Was? Ich muss mit Gyrokopter irgendwo hin tuckern oder was? Ja, wo ist er denn? Ja gut, soweit ist ja eigentlich... Moment, alles klar, ist ja nichts Besonderes, was wir jetzt gerade machen müssen, ne? Ich soll ihn töten, ja. Na komm, na komm. Ich werde von irgendeinem Arsch in einem Gyrokopter verfolgt. Erledigt ihn! Brauchst du nicht. Boah! Alter, scheiße. Ich muss die Fässer treffen. Na komm. Treff die Fässer, Mann! Okay, scheiß drauf. Ich muss einfach abhauen. Einfach abhauen. Alles cool. Ach, fuck. Das mit der kleinen Furzwaffe, ey. Schaff ich ja nie. Der kleine Kicker verfolgt mich. Tötet ihn! Ich töte dich jetzt. Nein, Waffe leer. Nice. Okay, gut. Dann heißt es nur noch verfolgen. Ist ja echt ätzend. Ist ja ätzend. Jeder andere wäre schon 35 Mal gestorben wahrscheinlich. Und ich habe nicht mal mehr Waffen. Na, wo bist du denn hin jetzt, hä? Schaltet die Pfeife auf! Ich muss vielleicht einfach schneller sein wie er. Irgendwo. Wenn ich vor ihn will, dann dreht er um, plötzlich. Okay, ich glaube, das checkt er schon. Er fährt jetzt bald ein hier. Ja, ich soll ihn töten. Soweit ist alles klar. So, hinter. Komm schon. Das kann ich doch schneller schaffen wie er, oder? Das kann ich... Was? Lad? Boah, krass. Das lädt einfach knallhart. Geil, oh. Okay. Gute Nummer. Hat wunderbar funktioniert. Hau ab. Hau ab. Danke. Zwei Monster. Was für ein Monster. Hallo, einfach. AJ, hast du mich vermisst? Oh, nein. Ja, hast du. Pagan? Ich hab dich getötet. Nein, du hast einen perfekten Doppelgänger mit Haarausfall ruiniert. Hast du eine Ahnung, wie teuer sowas ist? Er war nicht mal Asiate, um Gottes Willen. Ich glaube, er kam aus Melbourne. Sein einziges Verbrechen waren die fantastischen Wangenknochen. Das ist, glaubst du, auf dem Geldschein. Na, ist doch egal. Geschehen ist geschehen. Ich schätze, nächstes Mal gibt es nur noch dich
Tja, das nächste Mal, ne? Okay, wir haben eine goldene Pfadmission, aber wenn ich eh schon da bin, wäre es doch eine Schande, den Laden hier nicht einzunehmen, oder? Was meint ihr? Ich würde sagen, das wäre eine absolute Schande. Daher würde ich sagen, fackeln wir nicht lang. Was? Aufgeben ist keine Option? Der Meinung bin ich auch. Ist da einer? Ja, tatsächlich. Ich dachte es mir gerade. Warum kommt der jetzt her? Okay. Ich glaube, hier ist ein Tiger oder sowas in der Art. Ich warte mal kurz nach. Nähern uns eurer Position. Ja, wo seid ihr denn? Ich warte schon die ganze Zeit. Wir kommen zu Fuß durch. Wo? Von wo? Ah. Lappen? Lappen? Da war doch gerade noch einer. Von wo? Scheiß Sniperpisser oder was? So ein Kack Sniperpisser. So, wo ist denn der Jäger? Oder wo ist der Tiger? Fragen wir erstmal so. Ich höre die ganze Zeit einen Tiger hier. Aber wo ist der? Ach, bestimmt da unten drin. So, das überlebt auch der Jäger nicht. Das überlebst auch du nicht. Wir kommen von Norden. Ja, okay, kommt halt. Genau das finde ich perfekt, wenn ihr mit dem Auto kommt. Das passt einwandfrei. Hat irgendjemand von euch überlebt? Nö, ne? Kommt noch mehr. Aber wie ich halt einfach eiskalt den Alarm nicht kaputt bekomme, ne? So, und jetzt? Wir kommen von wo? Oder chillt hier irgendwo noch einer rum? Ich glaube, hier chillt noch irgendwo einer. Ja. Tatsächlich. Tatsächlich chillt er hier einfach um sein Leben, der Drecksack. Aber gut. Es hat sollen sein. Also haben wir es eingenommen. Scheiß drauf, dass wir es nicht sneaky gemacht haben. So, das sollte mein letzter sein. Für diese Belohnung zumindest. Was gibt's denn Schönes? Na? Kamer Level 5, yo. Und? Belohnung? Hallo? Nix? Was ist meine Belohnung? Ich krieg jetzt eigentlich eine. Aber warum krieg ich keine? Ach, Kyrat Fashion Week! Yay! Durch Zufall einfach den richtigen erwischt. Sehr geil. Ihr wisst, was wir tun. Wir holen uns die Kyrat Fashion Show. Week. Mr. Chiffon, ich habe dein neuestes Design. Aber Leopardenmuster? Nice! Das ist keine Hausfrauenmode zum selber stricken. Ich bin Künstler. Was meinst du, wer den Look der Royal Army kreiert hat? Was für ein Zufall. Moscherie, wir kriegen, glaube ich, hier gleich den Schneeleopardin. Habe ich so das Vermutung? Ich vermute es auf jeden Fall. Ein Todesurteil, weil er den Gedanken nicht ertragen konnte, dass seine Kleidung nicht einzigartig ist. So. Du musst mir vertrauen, wenn ich sage, Mode passiert. Was kriegen wir hier? Und Leopard ist genau die richtige Wahl für dieses Stück. Ah. Okay, okay. Tut mir leid. Was wissen du? Dir. Ist eine MG, danke, ne? Okay. Weißt du, irgendwie hat Min mich befreit. Ein Hochverräter. Welch größere Ambitionen ja, könnte man haben? Aber ich war ein Sklave. Scheiße. Jetzt Scheiße. Oder? Kreiere ich, was ich will, für wen ich will. Oder gehe ich mal noch mal kurz froh, runter. Dass es für dich ist. Kauf mal ein vernünftiges Sturmgewehr. Raus, nein! Sei grimmig. Ja, sonst scheitert sie halt. Ist halt so. Kann man nichts machen. Blöd gelaufen, aber wir wollen hier endlich mal ein Sturmgewehr haben. So, eine neue Waffe, okay. Vektor, auch nice. Spaß. Ein paar, viele Waffen sogar plötzlich. Wir verkaufen mal ganz kurz unseren Shit. Und dann schauen wir doch mal. Waffen. Ich möchte ganz gern ein wunderschönes Sturmgewehr. Ein wundervolles Sturmgewehr. Zweihändig Sturmgewehr. Sturmgewehr.
LMG, Raketenwerfer, Spezialflammenwerfer, Bogenbogen, Raketenwerfer, LMG, okay. Ja, einzigartiges, haben wir da ein Sturmgewehr? Haben wir da eins? Nein. Wir haben leider noch keins. Ich glaube, die Bushman ist eine. Aber dann müssen wir erstmal die Arena machen. Tja, dann bleibt mir nicht allzu viel übrig. Aber die habe ich ja schon, ne? Auch wenn es mich gerade nicht wirklich interessiert. MP. Okay, dann hole ich mir die Vector später. Präzisionsgewehr. Ist das besser als meins? Vergleich's mit dem hier bitte. Ja, doch. Okay, das nehme ich aber dann später. Ich will immer noch ein Sturmgewehr. Was haben wir denn mit Vergleichen beenden? Der hier, halt die vergleichen. Und MS-16 oder MP-16. Die hier. Ja, komm. Nimm mal das. Packen wir es daran. Und pushen es noch etwas. Mit dem optischen. Und natürlich im erweiterten Magazin. Okay. So, jetzt bin ich dann doch ausgerüstet für unseren Schneeleoparden. So, kehre schnell zurück. Vielleicht reicht es ja noch. Aber ich denke doch. Ja, schaut gut aus. So, jetzt sind wir da doch noch nicht weg, dass es gleich gescheitert ist, so wie es aussieht. Sehr schön. So, gehen wir doch gleich mal hoch. Also den holen wir uns auf jeden Fall jetzt noch. Da habe ich richtig Bock drauf. Den kleinen Lappen da. Weil dann kann ich endlich meine maximale Munition mitnehmen. Maximales Leben habe ich schon. Nein. Ey, maximal nicht. Sorry. Falsche Info. Wo komme ich denn jetzt hier hoch? Hier. Sehr schön. Nach oben. Und dann suchen wir das gute Stück doch mal von Tier. Ja, schauen wir mal. Wir haben ja schon die ersten Spuren. Blutspuren. Und da ist er schon. Nee, das ist normales, aber cool. Nehme ich trotzdem mit, weil der bringt Geld. Auf jeden Fall. So, da gehen wir hoch. Ganz normal, einfach mal schnell auf dem Weg hier gegeiert. Ist natürlich schon echt nice. So, wen haben wir denn hier Schönes? Hallöchen. Bin zu Hause. Weinst du oder bläst du dir gerade ein? Darf ich mal gucken? Er bläst sich ein. Oh Mann. So eine Sau. So, natürlich ist er in der Höhle. Oder auch nicht. Doch. Das ist er? Wie jetzt? Das ist er? Ernsthaft? Wie jetzt? Welcher bist denn du jetzt? Ich hoffe, du bist mein Munitionsboy. Tatsächlich. Schattenleopard. Nice. Sehr geil. Schwermunitionstasche, die brauchen wir auch noch. Aber die ist nicht so wichtig, weil wir nehmen ja eigentlich jetzt nur noch die LMG. Aktuell. Okay. Dann gehe ich jetzt nochmal schnell einkaufen. Und zwar gleich in der Nähe von der Hauptmission am besten. Und da starte ich natürlich dann auch die nächste Folge direkt. Wo ist sie denn? Da oben? Boah, da komme ich nicht safe hin. Ja, da müssen wir aufräumen. So, da müssen wir aufräumen. Wie jetzt? Komm schon. Oh Mann, ich will doch nur einkaufen gehen. Lappen. Komm schon. Und? Ja. Habe ich mal wieder toll hinbekommen. Richtig toll. So. Tür. Sehr gut. Ich hätte ganz gerne meine Waffe zurück. So, und dann kaufe ich hier und hier. Meine einzigartige, meine Shredder, die will ich wieder haben. Sehr gut. Okay, wie gesagt, obwohl die Rebelle natürlich hat schon was drauf, aber ist halt doch irgendwo schon ein bisschen Lappen, weil es ist halt doch nur eine Faustwaffe. Naja, wie du willst.
Wir holen uns den nächsten Aussichtsturm aus Dingenskirchen. Weißt schon, da drüben halt, diesen Punkt. Den werden wir uns gleich holen. Ich freue mich schon drauf. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.